Wir haben eine ganz neue Dimension des Terrors. Das ist der islamistisch geprägte Terrorismus. Und mit dieser Herausforderung müssen wir uns in Bayern und in Deutschland intensivst auseinandersetzen, Prävention betreiben und auch Repression. Das ist die große Herausforderung, um die es geht. Und deshalb sind alle Relativierungen des Problems völlig unangemessen. Jeder Anschlag, jeder Terrorakt ist einer zu viel. Der islamistische Terrorismus ist in Deutschland angekommen und die Bevölkerung erwartet mit Recht, dass wir mutig dieser Herausforderung die Stirn bieten.